Altötting im Winter. Der Kapellplatz ist fast leer. Nur von der Max-Keller-Berufsfachschule für Musik bricht eine kleine Gruppe von Schülern auf. Zu einem ganz ungewöhnlichen Unterricht. Weil ihr Lehrer, der Maximilian Schmid, hat oft besondere Einfälle. Du machst Unterricht in der Wirtschaft. Das kann nicht jeder. Nein, das kann nicht jeder. Wie kommt es dazu? Das war so eine Idee. Wir haben gesagt, ja, wir brauchen Ziele. Und dann haben wir drauf gekommen, ja, warum machen wir das nicht gleich in einem Wirtshaus, das direkt in der Nähe von der Schule ist. Und heute hat der Max Schmid noch mal ein Ziel. Die Schüler sollen zum ersten Mal ganz ohne Noten spielen. Der Unterricht im Wirtshaus findet einmal im Monat statt. Was sagt der Stammtisch dazu? Früher war es halt lieber in der Schule. Ja. Aber heute. Ja, aber es ist ja schön, wenn die jetzt da. Muss ich sagen. Ja, ist schön. Bloß gehört das noch mehr gefördert. Dann gehen wir ja da hin. Deswegen seid ihr ja da, oder? Ja, freilich. Das hört sich schon recht schmissig an, wie die jungen Leute da aufspielen. Aber der Max Schmid will ja heute noch einen Schritt weitergehen. Bravo! Bravo! Das klingt ja richtig gut, aber ihr wisst gar nicht, was mir der Max vorher verzeiht hat. Der hat nämlich gesagt, er nimmt euch heute die Noten weg. Bist du nicht so einverstanden damit? Nein. Warum spielst du eigentlich mit Noten? Weil ich weiß nicht, Sicherheit einfach. Ich finde das einfach, das ist so, da kann man sich irgendwo festhalten. Nicht nur am Instrument, sondern halt an den Noten auch so vom Auge her. Deswegen. Jenny, gerade bei dir habe ich ja gesehen, du schaust dir eh schon ein bisschen in der Gegend rum. Und ich glaube, wir könnten da noch vorher einen besseren Kontakt untereinander aufbauen. Und Bass spielt ja schon auswendig. Zier. Große Leistung. Zier. Und ich glaube, der andere könnte ja auch die Teile übernehmen, wenn jetzt mal irgendwo ein bisschen was passieren wird. Ich glaub, na. Die haben wir jetzt mal da weg, oder? Schauen wir halt mal, wie weit wir kommen, oder? Verlass dich auf das. Du hast das jetzt eh schon ein paar Monate gespielt. Jawohl. Puh, spannend. Auswendig spielen ist das A und O der Volksmusik und alles andere als einfach. Andal, einspringen! Andal! Jenny, überlegt euch, bei welchem Ton das Trio losgeht und dann spielt es einfach weiter. Achtung, Trio! Achtung! Jetzt geht's auswendig. Genau da drauf kommt's an. Wenn's einen aushaut, muss man wieder neu finden. Lektion gelernt. Bravo! Bravo! Und wie war die Erfahrung auswendig spielen? Schrecklich. Schrecklich. Aber beim ersten Teil hat's ja wunderbar funktioniert, oder? Ja, der erste geht, oder? Aber der Rest. Okay. Das im Wirtshaus aufspielen, was gibt euch das? Was ist das für euch? Im Wirtshaus Unterricht kriegen und so. Also das bringt mir jetzt schon viel und mir gefällt das auch, wenn man einfach beieinander ist, weil das einen Zusammenhalt fördert. Das sind andere Gegebenheiten und man hat auch die Leute rundherum, die umeinander laufen und raschen. Und es ist einfach eine ganz andere Situation, wie wir sonst jetzt waren. Es macht einfach eine Freude, auch, wenn man die Leute anschaut. Also ich beobachte immer gerne die Leute, die aus der Nummer hocken. Ja, aber Fehler dürfen wir schon machen, ja, oder? Die gehören zum Leben, zum Lernen. Ja. Wer keinen Fehler nicht macht, der kann nichts lernen. Und der hat auch nichts gelernt. Und lernen kann man in der Berufsfachschule für Musik in Altötting viel. Von Gehörbildung über Musikgeschichte, Harmonielehre und Tonsatz bis hin zu Chorleitung und Dirigieren. Ein großes Pensum, das den Schülern auf eine ganz besondere Art vermittelt wird. Was gefällt euch an der Schule? Ja, die Familie einfach, weil das ist halt noch nicht so wie eine riesen Uni, wo man reingeht, sondern da kennt ja jeder jeden. Und ja, es ist so heimisch und wirklich. Ja. Man hat in den 2 Jahren Klavierunterricht, man hat Volksmusik, man hat wirklich von allem etwas, das eigentlich wahnsinnig gut ist fürs Studium. Also man hat dann schon überall reingeschmeckt, man kennt sich ein bisschen Musikgeschichte aus, man kennt seine eigene Spielliteratur einigermaßen, wo man dann im Studium dran anknüpfen kann. Also das finde ich da wahnsinnig toll. Man kommt in alles rein und
Irgendwie dehnt sich einem da ganz andere, ganz neue Horizonte auf. Und das ist wirklich schön, finde ich. Gerade wenn man jetzt von der Realschule kommt und vielleicht ein bisschen jünger ist, vielleicht gar kein Abitur nicht gemacht hat, dann ist das eine perfekte Lösung, weil ich glaube, dass man vielleicht an einer Musikhochschule mal ein bisschen überfordert. Bei uns ist es eher geregelt und eben durch diese Vielseitigkeit kann man sich sicher sehr gut orientieren. Und diese Vielseitigkeit wollte ich mir unbedingt anschauen. Immerhin hat die Schule 40 Schülerinnen und Schüler, die die unterschiedlichsten Instrumente spielen. Also habe ich mich auf den Weg gemacht und ein bisschen in die Klassenzimmer reingespitzt. Auf drei Stockwerken swingt, klingt und singt es. Das Angebot ist breit gefächert und bietet für jeden was. Von der Klassik über Jazz bis hin zur Kirchenmusik. Alles ist hier im Angebot. Am Schluss bin ich wieder bei der Volksmusik gelandet, weil die ist schließlich ein Alleinstellungsmerkmal der Altöttinger Berufsfachschule. Da gibt der Max Schmid gerade der Magdalena, die wir schon als Bassistin kennengelernt haben, Zirchunterricht. Max, kann jeder jetzt an die Berufsfachschule kommen und Volksmusik lernen? Genau, es kann jeder kommen. Man macht mit einem Instrument Aufnahmeprüfung, man hat eine kleine Theorieaufnahmeprüfung. Mhm. Und dann kann man eigentlich in den Volksmusikzweig einsteigen und da im Ensemble spielen. Egal, was für ein Instrument? Theorie besuchen. Genau, das Instrument ist eigentlich ganz egal. Wir schauen, dass wir dann die Noten dementsprechend einrichten, sogar vielleicht gemeinsam im Unterricht. Und wenn jetzt irgendwer Fagott spielt oder so, dann kann man das eigentlich, finde ich, auch wunderbar ausprobieren. Wir sind da ganz offen. Und Bohre schreien muss man auch nicht kennen. Nein, muss man nicht. Aber die Mehreren kennen es. Magdalena, wie war denn das bei dir? Warum bist du da hergekommen? Ich wollte vor 2 Jahren direkt nach dem Abi dann auf die Hochschule gehen und Musik studieren. Genau, Musikhochschule in Mingen. Habe dann aber bei der Aufnahmeprüfung einen schlechten Tag gehabt. Und dann bin ich nicht genommen worden. Und dann ist mir empfohlen worden, dass ich eben da hergehen soll, auf Altötting, und mich nochmal 2 Jahre lang in Ruhe vorbereiten. Und das ist eigentlich das Beste, was ich machen hätte können. Also das ist wirklich, bringt einen wirklich sehr weiter. Mhm. Und dann probierst du das nochmal an der Musikhochschule? Nochmal, genau. Schaffst. Wenn du das sagst. Aber vorher wird studiert und praktisch geübt, wie hier beim Ensemblespiel. Die einen musizieren, die anderen geben ihr Feedback. Warte mal ganz kurz. Das ist schon mal wunderbar. Aber versuch vielleicht genau von ihm die Phrasierung zu übernehmen. Versuch das übers Hirn zu machen, dass du ihm gut zuhörst. Wie wirkt das auf euch, wenn sie spielen? Was gefällt euch hier? Was sagst ja, du? Ja, durch das wird jetzt noch nice, klingt es noch ein wenig brav. Also es klingt noch sehr zurückhaltend. Probiert es einfach mal, dass ich jetzt mal traut. Magdalena, was sagst du? Das ist wirklich schon ein guter Prozess gewesen, aber mir fehlt irgendwie noch ein bisschen so die Leichtigkeit. Also wie jetzt der Max vorher schon gesagt hat, spielt den Tags nicht. Denkt euch, ihr tanzt das Ganze. Das ist eine Waltzeit, das ist eine Tanzmusik. Obacht, da wird alles gleich ausprobiert. Und Musik geht in die Füße. Ein Schultag, der mit Walzerklängen ausklingt, das erlebt man nicht oft. Und weil es so schön war, bin ich mit den Schülerinnen und Schülern am Abend noch zu ihrem Stammtisch gegangen. Und da haben sie mich gefragt, ob ich nicht mit ihnen ein Liedl singen darf. Warum eigentlich nicht? Sehr gut. Also Anna und Magdalena kannten sie einspielen. In F-Dur. Pass auf. Teilen wir auf in Stimmen. Gut geht's eher den Schülern mit Schwerpunkt Volksmusik auf der Berufsfachschule für Musik in Altötting. Ein schöner, musikalisch anregender Tag war das heute mit euch.
macht so weiter und viel Freude weiterhin mit der Musik. Thank you.